Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias die fette Krokette. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es um die Band Oversense gehen mit Beefeat Hammer Sick. Hammer Sick, eine junge Dame. Und das Ganze erschien unter Dr. Music Records. Oh, ist das richtig? Dr. Music Records. Und die habe ich nämlich auch angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, zum neuesten Single von Oversense ein Video zu machen. Das ist nämlich das vierte Album, was, glaube ich, Egomania heißt und am 17. September diesen Jahres erscheinen soll. Ganz genau. Und das Ganze ist Melodic Metal. Und Melodic Metal, moderner, modern Melodic Metal. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe letztens erst gesagt, mal so ein bisschen Power Metal, Symphonic Metal, Melodic Metal und das Ganze soll heute auch sein. Endlich! Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir springen direkt rein ins Video und schauen mal, was uns dort erwarten wird. Melodic Metal. Oh, ich habe so mega Bock drauf, ja. Melodic Metal. Oh, da gab es so viele tolle Bands. Ich weiß gar nicht, Freedom Course auch Melodic Metal, oder? Ganz früher, so die ersten Alben von Freedom Call waren so geil. Jetzt mehr so Happy Metal, aber egal. Oversense, lass uns überraschen, was uns Dr. Music Records dort empfohlen hat. A Sick and Beautiful wird die Band von Hammer Sick sein. Oh ja! Ach übrigens, das wird hier die Hammer Sick sein. Wir spulen nochmal kurz zurück, weil ich finde die Stimme von dem Oversense-Sänger richtig gut. Der hat eine richtig schöne. Auch geil, dieses Bap, Bap, Bap. Jetzt? Ah. Schöne Stimme. Bin gespannt, ob er noch ausflippt. Komm jetzt! Alter, die Kombination ist ja Gänsehaut. Ja, hier, Gänsehaut. Das sind nicht nur Armhaare. Geil, der Refrain ist ja ein Kracher. Also wenn die da zusammen singen. Na komm schon. Geil. Wahnsinn.
Also der Refrain haut einen ja richtig um. Geil, und jetzt kommt wieder dieser leichte melodische Part. Finde ich super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, diese Kombination zwischen den beiden Sängern, die wir hier haben, und der Hammer, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist geil, ist richtig geil, wisst ihr? Auch weil ich das gerade sehe, kennt ihr auch diese Menschen, die einfach alles fotografieren müssen, alles in ihrem Leben festhalten müssen, die ohne ihr Handy gar nicht mehr rausgehen können? Oh. Komm. Dreh am Rad. Mirko Witzki. Das hatten wir doch erst letztens erst gehabt. Witzki Vision. Der macht ja richtig viel, ey. Oder die machen richtig viel. Ja, das waren Oversense mit B featuring Hermer Sick aus ihrem vierten kommenden Album Egomania. Ich hoffe, ich hab das richtig auf dem Schirm. Es ist Egomania. Und das ganze Musikvideo ist produziert von Mirko Witzki, Caliban, Any Given Day und Emil Bulls, und Wahnsinn, was für eine grandiose Stimme. Achso, das Album erscheint übrigens am 17. September diesen Jahres. Und ich muss sagen, schöner Melodic Metal, Modern Melodic Metal. Hat mir richtig gut gefallen, vor allem die Stimmen in der Kombination, wie sie da abgeliefert haben. Großartig. Mir ist zum Schluss ist mir eine Band in den Kopf gekommen. Das soll jetzt keine Beleidigung sein, weil ich weiß, viele halten diese Band für, naja, ein bisschen kacke. Ja, ist aber so überhaupt nicht gemeint. Mir kam irgendwie Nickelback in den Kopf. Ja, es ist keine Beleidigung. Nickelback sind unglaublich erfolgreich oder waren es, keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Aber es kam mir so ein bisschen in den Kopf. Soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein, überhaupt nicht, weil, wie gesagt, beim Refrain, ich meine, eine Gänsehaut kommt ja nicht von irgendwoher. Ja, das muss einen ja wirklich berührt haben. Und das war einfach Wahnsinn. Großartiger Song. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich gehe ja immer, was neue Bands angeht, immer komplett neutral rein und wurde echt umgehauen. Also am Anfang dachte ich mir so, ja, okay, ist cool, geht,
Aber dann kam der Refrain und bam, dann hatten sie mich. Und das war super, super geil. Link zu Dr. Music Records, Oversense und die Musik befindet sich alles in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Haut euch das Video gerne nochmal rein. Und weil wir ja gerade bei diesem Video waren, dieses, ah, das mag ich auch nicht. Kennt ihr das? Ihr seid bei Freunden und die spielen nur am Handy. Es kommt kaum ein richtiges Gespräch zustande. Und wenn mal ein Gespräch kommt, gucken die dann zwischendurch einfach auf ihr Handys und dann fragen sie dich, was du gerade gesagt hast. Oh, ich hasse sowas wie die Pest. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Mal so 3-4 Stunden an einem Abend das Handy einfach mal beiseite legen oder vielleicht einmal mal kurz raufgucken. Oh, das ist, aber es ist so, so aktuell und es ist so verbreitet mittlerweile. Dieses ständige aufs Handy gucken, das ist so schlimm. Ich gucke auch oft aufs Handy, ja, gebe ich ja zu. Aber wenn man bei Freunden ist, kann man auch das Handy einfach mal ein bisschen beiseite legen, ja. Oh. Also, ich verstehe, dass man da richtig am Rad dreht. Vor allem, wenn man dann einen Verlobungsring kriegt oder sowas und den dann sofort postet und sowas. Och, Gottes Willen. Schlimm sowas. Ich hoffe, ihr seid sowas nicht so. Genießt die Zeit, die ihr mit euren Freunden habt oder auf eurer Familie habt. Zeit ist begrenzt. Ja, das werden die meisten wahrscheinlich wissen. Zeit ist echt begrenzt. Nutzt die Zeit. Legt euer Handy mal beiseite. Ihr könnt euer Handy permanent benutzen, aber nicht bei Freunden oder bei mir. Ja? Nur mal so. Lasst gerne noch einen Kommentar da, wie euch das Lied gefallen hat, die Band. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und denkt dran, Nickelback war keine Beleidigung. Auch wenn es für manche so ist. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Und danke für die Empfehlung.